Grüß Gott, die Herr Sofen. Mal los? Ja. Frau Paul, warum haben Sie sich entschieden, bei dem Programm hier mitzumachen, die Wasserstoffvision zu teilen? Ich denke, die Gründe dafür zu nennen, ist fast müßig, weil wir alle wissen, spätestens seit den letzten 8 Monaten, dass wir eine globale Erwärmung haben, der Klimawandel vor der Tür steht, die Treibhausgase massiv angestiegen sind, die erneuerbaren Energien eingesetzt werden müssen, weil die fossilen Energieträger zurückgehen. Und da ist natürlich Wasserstoff ein super Konzept als neuer Brennstoff für Autos. Und ich denke, das ist... Ich kann sagen, das ist für mich der Grund, den Hydrogen-BMW auszuprobieren, was ich ganz toll finde, dass ich das machen darf. Sind Sie selbst ein Autofan? Ich würde mich nicht als Autofan bezeichnen. Also ich bin jemand, der sehr mobil sein muss und flexibel sein muss. Insofern brauche ich ein Auto. Es gibt aber auch Phasen, da verzichte ich drauf. Also ich fahre viel mit der Bahn auch und mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Umweltgründen und kann natürlich jetzt ein besseres Gewissen haben, weil ich mit Wasserstoff fahren kann. Es ist ja im Moment so eine kleine Bewegung auch in der Gesellschaft. Alle probieren, sich ein bisschen grüner zu verhalten, eben der Umwelt zuliebe. Was machen Sie in Ihrem täglichen Leben? Ich glaube, wenn ich das sagen darf, ich mache fast alles, was geht. Also ich beziehe Strom von einem ökologischen Stromanbieter. Ich habe Energiesparleuchten, Ein- und Ausschalter. Ich trenne meinen Müll, ich nehme Pfandflaschen. Ich fahre privat nur noch mit der Bahn. Was mache ich noch? Ich kaufe Pfandflaschen. Also ich mache eigentlich, was man als Privatperson machen kann, mache ich. Sind Sie da bei den Kollegen, Schauspielern irgendwie allein oder merken Sie, die wollen alle irgendwie was machen? Nein, also ich glaube, das sieht man ja auch jetzt in der Öffentlichkeit, dass es eine, eben, wie Sie sagen, eine Bewegung gibt, nicht nur von Prominenten oder Politikern aus, sondern aber auch, dass die Bevölkerung durchweg so einen Ruck erlebt hat und eigentlich sehr daran interessiert ist, doch klimaneutral oder klimaschonend zu leben, zumindest dass das Bewusstsein jetzt da ist. Und die Leute doch mehr und mehr nach Produkten fragen, die nicht umweltschädigend sind.